Willkommen zurück zum nächsten Video von Let's Play Wolfenstein 3D Level 5, wo es vier Geheimnisse gibt. Und hier muss ich mir mal wieder die Musik ausstellen, weil... geht in diesem Level wieder nicht. So, das ganze Level ist im Grunde genommen aufgebaut wie ein riesiges Hakenkreuz. Einmal hier mit so einer schönen Moossteinwand, einmal blau, einmal Holzfurnier und einmal Sandsteinfarben. Und wir sind jetzt hier quasi in diesem moosbewachsenen Bereich oder Arm oder wie man es nennen will. Okay, Sandstein doch nicht, also diese Farbe hier, dieses Steinmosaik. In diesem Arm hier ist kein einziges Geheimnis. Die kommen erst später. Da sind wir hier um die Ecke. So, wir haben jetzt quasi Arm Nummer 1. Ja, hier sieht man es. Arm Nummer 1. Und wir gehen jetzt in den blauen Arm. Hier gibt es nämlich zwei Geheimnisse. Zwar eins ist gleich hier hinten im Erker, also von da kommen wir ja. Und hier geht es quasi um die Ecke. Und hier in dem tiefen Erker. Zeug. Achso, stimmt, da waren wir ja schon. Über die andere Seite. So, und hier bei den Hunden. Geradezu. Genau in der Mitte. So ein einzelner Bleppo hier bewacht den Schlüssel. Naja, warum nicht? Hätte hier eigentlich mehr Sinn ergeben, aber wollen wir mal nicht so sein. So, ich guck, ja, wir gucken uns das nochmal an. Das ist hier quasi der zweite Arm. Jetzt ist ja nur noch ein Arm übrig, der nicht verschlossen ist. Genau da latschen wir jetzt auch hin. Nämlich der da. Der rote Steinarm. Noch Zeug drin. So, und hier ist es relativ simpel, weil hier geht es nicht um die Ecke, hier ist eine Tür. Und genau hinter der Tür müssen wir auch gucken. Erstmal Schlüssel einsammeln. So, hier ist die Tür. Und ungefähr hier so. Keine Ahnung, was das ist, der vierte oder der fünfte Block. Kurz vor der Mitte der Wand. Das ist das vorletzte Geheimnis.
Das letzte sage ich hier schon. Nee. So, wir gucken nochmal auf die Karte. Ja. Also jetzt sehen wir ja hier ziemlich eindeutig, was das ganze Ding ergeben soll. So, jetzt geht's durch die verschlossene Tür. So, und hier bei der zweiten Tür links der Steinadler. Und das war's auch schon. Okay, das ist die andere verschlossene Tür. Wir nieten den noch um. Das können wir uns jetzt hier nochmal angucken. 31 und 4 Geheimnisse. Und wir sehen jetzt hier, ne? Ein Hakenkreuz. Natürlich. Und das war's auch schon wieder. So muss das aussehen. Juti, dann bedanke mich fürs Zuschauen und wir gucken uns im nächsten Video Level Nummer 6 an. Also, bis gleich. Tschüss!